Guten Tag, es ist Mittwoch. Wir sind nicht zu zweit auf der Themenfrühstück-Couch, sondern zu dritt. Moin. Zu Gast heute Sven Schulze, Podcaster, HSV-Fan, interessanter Mann. Bleibt dran. Die Chance auf das anbiedernde Moin hast du jetzt eiskalt verstreichen lassen. Ja, das ist nicht meine Art. Aber hallo Moin Sven. nach Hamburg. Moin nach Hamburg, hallo Sven. Ja, moin zusammen. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Sven Schulze nochmal direkt, um dich vorzustellen. Du bist HSV-Fan, machst seit 10 Jahren Podcast, auch über den Verein. Genau, der HSV-Talk, mittlerweile mit Tanja zusammen, die auch schon mal ein paar Mal für euch geschrieben hat. Ja, Genau. Und bist wahrscheinlich aber auch schon ein paar Jährchen länger HSV-Fan. also mein erster Stadionbesuch, der nähert sich so allmählich dem 50. Jahr. Also ein paar Tage bin ich schon dabei. Okay, das heißt, du bist genau der richtige Mann, um heute ausführlich über den Genau. HSV zu sprechen. Das wird sich rausstellen, ne? Ja, das machen wir auch gleich. Ich meine, beim HSV gibt es ja immer viel zu besprechen. Einer der wilderen Vereine, einer der Vereine, die in schöner Regelmäßigkeit Geschichten liefern. Sei es sportlich, sei es nicht so sportlich. Aber bevor wir darüber sprechen, lass uns eine Minute maximal über das vergangene Wochenende reden. Hast du Länderspiele geguckt oder interessiert es dich überhaupt gar nicht? Also England habe ich gar nicht geguckt und das war vorher Ungarn. Ja, da habe ich so ein bisschen reingeguckt, aber es ist echt nicht mehr mein Ding. Nicht mehr heißt, du hast früher, hättest du Länderspielpausen schon, hättest du nicht als das Übel angesehen, als dass es heute viele, viele Bundesliga- und zweite Liga-Fans ansehen. Ich bin ein Kind der 70er Jahre, bin damit Fußball groß geworden, aber Länderspiele waren Welt. Da hast du endlich mal ein Live-Spiel gesehen, was du sonst ja kaum mal gesehen hast. Ja. Insofern, ja, das war immer Pflicht eigentlich früher. Und jetzt ist es so, Freitagabend sitzt du zu Hause, guckst mal kurz in die Kicker-App rein und merkst, ah, ach krass, die spielen ja gegen Ungarn heute. Es war tatsächlich so, also das England-Spiel, das habe ich richtig verpasst. Da habe ich so Okay. kurz vor Schluss, habe ich, huch, so habe ich Twitter aufgemacht, habe ich gesehen, oh Mensch, ja, da war doch was. Okay. Ja, vorher gab es eigentlich auch nicht viel zu sehen. Also bei dem Spiel war, wenn was sehenswert war, dann waren es ungefähr die letzten 20, 30 Minuten. Also, aber ist es die klassische Entfremdung quasi, die bei so vielen auch bei dir eingesetzt hat, bei der Nationalmannschaft? Nicht nur bei der Nationalmannschaft. Also meiner Meinung nach ist der Fußball auf einem Weg, wo der so überfrachtet wurde. Ich habe eine Zeit lang wirklich alles geguckt. Da hattest du das Sky-Abo, da konntest du den ganzen Tag lang rauf und runter gucken. Das habe ich zwar immer noch, aber ich nutze es kaum noch. Und habe mir extra sehenden Auges kein Champions League oder sonst was geholt. Da sehe ich also so gut wie gar nichts. Höchstens mal so dieses eine Live-Spiel, was du so sehen kannst. Ja, also ich vermisse es nicht. Überhaupt nicht. Ja, da bist du wahrscheinlich einer von einer ganzen Menge von Fans, die das mittlerweile so machen. Ich meine, spätestens jetzt durch die Preiserhöhung beim anderen Bezahlanbieter sind, glaube ich, noch mal eine ganze Menge Leute abgesprungen. Ja, wenn du das hörst, also, naja, ist gut, muss jeder selbst wissen, ne? Also, wir wissen alle, was ein Stadionbesuch kostet, wenn du jetzt mal mit zwei, drei Mann hingehst. Dafür kannst du natürlich auch jede Menge Bezahlfernsehen gucken. Andersrum ist das Stadionerlebnis natürlich durch nichts zu ersetzen. Dann haken wir die Länderspielpause ab. Haben Jetzt schon. wir gestern ja ziemlich sicher schon Ja. ausführlich drüber gesprochen, zumindest über die deutschen Spiele. Und Voller Fokus auf den HSV. voller Fokus auf die zweite Bundesliga, auf den HSV. Erstmal sportlich alles super eigentlich, oder? So gut wie lange nicht, oder? Ja, wenn du den Ablauf der letzten Saison mitnimmst, mit den 5 Siegen zum Schluss und dann dieser dummen Relegation, ich weiß nicht, einer von euch hat da ja auch so ein bisschen Emotionen bei, und dann jetzt den Anfang dieser Saison nimmst, dann bist du insgesamt in einer, wirklich in einem Flow drin. Das ist schon ergebnistechnisch, kann ich mich nicht daran erinnern, dass wir sowas mal hatten. Also das war so in den 80er Jahren mit Ernst Happel in dieser Häufung. Aber natürlich täuschen diese Ergebnisse teilweise auch über die zustande kommen, so ein bisschen hinweg. Gibt es denn, also uns drängt sich natürlich als alten HSV-Bashern und HSV-Gag-Schreibern ein bisschen der Gedanke auf, wann kommt der typische HSV-Einbruch wieder, ne? Oder wie verkacken sie es diesmal? Gibt es irgendwas bei dir, was dir Mut macht, dass es diesmal vielleicht gar nicht dazu kommt? Ja, natürlich, Mut haben wir immer. Das ist ja das Problem dabei. Dann fällst du ja umso tiefer. Nein, also in diesem Jahr ist es natürlich so, wir haben jetzt endlich mal wieder ein zweites Jahr den gleichen Trainer. Wir haben den Stamm der Mannschaft und auch das Spielsystem zusammengehalten. Die sportliche Leitung macht eigentlich einen sehr ruhigen Job, eher unaufgeregten Job, wenn sie nicht gegen Darmstadt spielen. Und dann
darauf kann man aufbauen. Ne? Was im Hintergrund, da werden wir wahrscheinlich auch gleich noch drüber reden, passiert, ist natürlich sowas von kontraproduktiv wie nur irgendwas und gibt natürlich auch schon wieder im Vorwege schöne Ausreden, wenn es dann irgendwann nicht mehr läuft, dass man dann auch den Vorschlaghammer gleich rausholt. Aber lass uns noch kurz beim Sportlichen selbst bleiben. Du meinst gerade, die Ergebnisse täuschen ein bisschen übers Zustandekommen hinweg. Das heißt, spielerisch, jetzt für die Leute wie ich, die jetzt noch nicht neuen HSV-Live-Spiele dieses Jahr geguckt haben, spielerisch ist es jetzt gar nicht so dominant, wie eine Tabellenführung vermuten ließe. Also der Spieler der Saison bei uns ist momentan Daniel Heuer Fernandes, unser Torwart. Und das sagt ja schon ein bisschen was aus. Also der hat uns von den 9 Spielen oder von den 7 Siegen, sagen wir mal so, hat er uns, ich glaube, bei 4 Spielen wirklich auf Deutsch gesagt den Arsch gerettet, mit tollen Paraden. Und da haben wir ihn auch ganz dringend gebraucht. Und allerdings ist auch Heuer Fernandes so ein Beispiel, wie sich der HSV entwickelt hat. Der war ja bei uns mal ausgemustert, weggeschickt und dann ist er wiedergekommen und alle haben gedacht, Mensch, was soll denn das jetzt? Lufthoheit war gar nichts und jetzt 2 Jahre mit dem gleichen Torwarttrainer, kontinuierliche Arbeit und also meiner Meinung nach momentan einer der besten Torhüter in Deutschland sogar. Ne? Also In Deutschland auch, gleich, okay. also ich sag mal so, vielleicht in der Top 10 in Deutschland von den Stammtorhütern, weil er so eine geile Form hat, hält sehr viel und was er im Spielaufbau noch macht und auch teilweise als Libero, also als Ausputzer, das ist schon wirklich beachtenswert, sagen wir es mal so. Aber wenn man über die Mannschaften spricht, die so die letzten Jahre aufgestiegen sind, dann haben die ja in der Regel genau auch das gemeint, ne? Dass sie einen sehr, sehr guten Keeper drin haben und vorne halt einen, der trifft. Das habt ihr ja auch mit Glatzel. Also Ja. die zwei Sachen sind schon mal erfüllt. Ja, aber wir hatten auch Terodde vorne drin und sind nicht aufgestiegen und hatten da Ulreich hinten drin und sind nicht aufgestiegen und so weiter und so fort. Es ist einfach so, dass momentan du hast wirklich das Gefühl, dass da diese Mannschaft wirklich zusammengewachsen ist. Und das ist vielleicht ein Teil des Umfeldes mit. Also du siehst den Fanzuspruch in Hamburg. Wir haben einen Schnitt von, ich glaube, 40, 45.000 bei den Heimspielen bislang. Und das wird nicht weniger werden in den nächsten Spielen. Und das ist doch schon in der zweiten Liga Wahnsinn. Ja, du hast Heuer Fernandes angesprochen. Gibt es weitere Spieler gerade im aktuellen Kader, wo du sagen würdest, boah, die lassen mein Herz tatsächlich höher schlagen? Das ist wieder mal einer, der richtig mich von den Sitzen reißt. Kannst du da jemanden hervorheben? Ja, immer wenn man das macht, dann tut man anderen Unrecht, das weißt du auch. Aber ich bin ein großer Bakariata-Fan zum Beispiel. Beobachte den in seiner Entwicklung vom Leichtathleten zum Fußballer wirklich mit und was der an taktischem Verständnis hinzugewonnen hat, jetzt auch defensiv arbeitet, defensive Zweikämpfe führt. Das ist schon beachtlich. Ich habe mich wie Bolle gefreut da über sein Tor und seine Torvorlage in Düsseldorf. Das fand ich großartig. Und dann solche Leute wie Anzi Suhonen und aus dem eigenen Nachwuchs hochgekommen, Wirbelwind und natürlich, wenn er dann Fuß fasst, dann erstmal verletzt wieder, aber kommt jetzt wieder zurück und ich hoffe, dass er dann auch wieder Spielzeiten kriegt. Also hast du viele, also ich könnte da jetzt wirklich von bis aufzählen. Einer, den ich zumindest letztes Jahr bei Dresden richtig gut fand und der jetzt ja auch beim HSV, ich glaube, er war kurz mal verletzt, aber ansonsten, wenn er nicht verletzt war, der hat schon gespielt, oder Königsdorfer, der ist super, oder? Der ist super, hat tolle Ansätze. Er hat nur gegen Darmstadt diese Dummheit gemacht da mit dem Ellenbogencheck, da hat er rote Karte für gekriegt. Aber trotzdem, der hat unheimlich gute Anlagen. Man muss natürlich noch sehen, wie er sich entwickelt, wie konstant er werden kann. Aber es macht Spaß. Und vor allen Dingen, wenn du jetzt siehst, du hast 3 Top-Außenspieler, du hast den Jatta, du hast den Dompe jetzt links und dann Königsdorfer noch mit seinem Tempo dazu. Das ist schon eine Macht, ne? Und was ja vielleicht, weil wir eingangs die Frage nach der Hoffnung, warum es dieses Jahr klappen könnte, gestellt hatten, was ja schon anders ist als in den Jahren davor, dieses Jahr fehlen die anderen ganz, ganz großen Schwergewichte, ne? Ich meine, du hast natürlich trotzdem traditionsreiche, klassische Erstligavereine mit Nürnberg, vielleicht Hannover noch, die sich auch doll verstärkt haben. Aber im Gegensatz gerade zum letzten Jahr, wo du Werder und Schalke hattest, die halt aufsteigen mussten, mussten, mussten im Prinzip, fehlt ja der ganz große andere Name neben dem HSV. Ja, der große Name fehlt vielleicht, aber guck dir mal die letzten 4 Jahre Zweitliga an, wer da alles aufgestiegen ist. Das waren Fürth, Paderborn, Bielefeld und so weiter und so fort. Ich will da überhaupt keine Union Berlin ist in der Zeit aufgestiegen und zum ersten Mal. Das sind alles so Vereine, wo du auch gesagt hast, ja, die können, aber müssen nicht und haben gute Leute. Und
Also wir wollen aufsteigen, wir haben das klar kommuniziert, wir wollen in diesem Jahr hoch. Und ja, daran müssen wir uns messen lassen oder der HSV sich, also ich mich weniger. Aber und das sieht auch gar nicht so schlecht aus momentan. Genau, also die sportliche Grundlage scheint geschaffen. Wie viel Anteil daran hat Jonas Bolt? Ist er der Architekt der momentan erfolgreichen Mannschaft? Bist du Bolt-Fan? Fan, ja, nein. Also ich tue mich in meinem Alter sehr schwer, von irgendjemandem persönlich Fan zu sein, sei es Spieler oder auch Verantwortlicher. Aber was Bolt schafft, der hat eine ziemliche Ruhe, die er ausstrahlt. Wie gesagt, wenn es nicht gegen Darmstadt geht und er eine rote Karte kriegt. Aber man hat jetzt so auch das Gefühl, er hat zum Beispiel auch Rubesch zum HSV gelotst als Nachwuchskoordinator und so weiter. Du hast das Gefühl, das hat alles Hand und Fuß, was er da jetzt aufbaut. Er hat auch seine 2, 3 Jahre gebraucht, bis das jetzt so richtig lief. Aber also ich bin zufrieden mit ihm und möchte ihn nicht missen. Und wenn irgendeiner der Vorstände gehen sollte, dann wäre ich doch stark dafür, dass es nicht Bolt ist. Um das mal so zu sagen. Okay, dann. Jetzt hast du die Vorlage im Grunde geliefert, ne? Also, jetzt sind Ich wir kann mal. nicht. Ich wollte gerade noch mal auf was anderes hinaus, aber Okay. sag ruhig, wenn es eine Vorlage gibt, dann. Naja, dann müssen wir sie verwandeln. Du hast angesprochen, dass möglicherweise Vorstände den Achso. Verein verlassen könnten. Und damit sind wir natürlich beim, ja, neben dem sportlichen, dem beherrschenden Thema der letzten Wochen in Hamburg. Das ist Doktor oder nicht Doktor Wüstefeld und sein Posten beim HSV. Kannst du vielleicht für alle Außenstehenden, die es sich eher verwirrt fühlen von den ganzen Meldungen, die es in den letzten Wochen gab, möglichst kurz zusammenfassen, was es mit Thomas Wüstefeld im Vorstand des HSV auf sich hat, woran es hakt und was derzeit die Streitigkeiten sind? Ja, nicht ganz einfach. Also, wenn man von vorne anfängt, HSV-Fan seit ewigen Zeiten, kauft sich Anteile von Kühne ab, kommt daraufhin in den Aufsichtsrat und als Wettstein gegangen ist, unser Finanzvorstand, ist er dann in die Bresche gesprungen und führt pro bono unsere Finanz- und Marketingabteilung als Vorstand. Und im Prinzip ist das nichts Verwerfliches, auch wenn wir diese Seiteneinsteiger schon mal gehabt haben und eigentlich da so auch gebrannte Kinder sind. Er hat auch ein paar gute Sachen in die Wege geleitet, wie neuen Hauptsponsor und so weiter und so fort. Da laufen ein paar Sachen, die auch wirklich gut sind. Und jetzt gibt es halt Gerüchte, einmal geschäftlich, also eigentlich sein Privat- oder sein Geschäftsleben, wo er verklagt werden soll, wo Zahlungen ausstehen sollen. Das sind jetzt alles Gerüchte, die ich auch nicht bewerten möchte. Du hast es eben selbst angesprochen, sein Doktor hat er den auf den Dom geschossen oder hat er den doch irgendwo anders verdient. Und so kommt eins zum anderen, dann war diese Stadion-Umbaugeschichte, die ihm vor die Füße gefallen ist. Das hat ja, war ja unter Wettsteinzeit, dass dieses Geld von der Stadt für die Löcher, die Corona-Löcher im Verein verwendet wurde, anstatt damit das Stadion zu modernisieren. Und er ist da jetzt händeringend bei, irgendwie einen Finanzplan aufzustellen, damit auch die EM in Hamburg stattfinden kann, was mir eigentlich relativ egal ist, wenn ich ehrlich bin. Aber auf jeden Fall hat er dann natürlich auch Aufgaben. Und was sein größtes Problem ist, er ist so ein Ankündigungsweltmeister. Er sagt immer, ja, auf jeden Fall EM in Hamburg. Und dann liest du am nächsten Tag wieder was anderes. Es fehlen nur noch die Bürgschaft, wir sind in guten Gesprächen. Und dann hörst du wieder, nee, aber nicht mit uns. Und das sind alles so diese Sachen. Tesla hat er ja auch schon fest an der Angel gehabt als Sponsor. Ist es nicht mal Tesla geworden? Also insofern, man weiß einfach nicht, was man davon halten soll. Und momentan durch sein privates Umfeld schädigt er den Verein mehr, als dass er ihn bringt, er nutzt. Diese ganze Unruhe, die ist total unnütz. Dass wir in einer finanziell schwierigen Situation sind, das überrascht keinen. Fünftes Jahr zweite Liga und auch vorher ging es uns ja schon dreckig. Also insofern kannst du da wirklich keinen mehr mit überraschen. Aber wie er das jetzt alles momentan macht und was sich an seiner Person entzündet, das macht nicht so viel Spaß. Finanziell angespannte Lage ist ja beim HSV eben seit Jahren eigentlich auch immer beherrschendes Thema. Dann irgendwann schaltet sich immer Kühne ein. Aber jetzt im Sommer wurde ja trotzdem eigentlich für einen Zweitligisten ganz gut Geld ausgegeben. Also wo kam denn dann die Kohle her? Naja, wir haben ja vor einem Jahr Onana verkauft. Der ist weiterverkauft worden. Da kamen nochmal 6 Millionen zurück an Gewinnbeteiligung. Ich glaube, 6 waren das. Kostic, genau das Gleiche. Das sind so die Sachen, die, wenn du auf Transfermarkt
Cooks in der Transferbilanz einfach nicht auftauchen, Ja. warum auch immer, Okay. kann man vielleicht mal anmerken bei den Kollegen. Und insofern kam dieses Geld her. Auch jetzt kalkuliert war mit 28.000 Zuschauern im Schnitt und jetzt haben wir Mitte 40.000 und 17.000 mehr, kann man sich gut ausrechnen, wie viel das bringt. Also die Kohle ist schon halbwegs da. Allerdings hat ja der Verein in den letzten 15, 20 Jahren, seit das Volksparkstadion steht, oder damals ja noch AOL Arena, das nie geschafft, irgendwo Rücklagen zu bilden für Sanierung und Instandhaltung. Und das ist eigentlich dieser Fehler, der gemacht wurde, genauso wie es sportlich nicht nachhaltig gearbeitet wurde, was dann irgendwann irgendwem vor die Füße fällt. Momentan ist es unter anderem Wüstefeld, das ist bestimmt kein leichter Job, den er da hat, aber ja, so kommt das. Was so dessen private oder die Gerüchte um seine eigenen unternehmerischen Tätigkeiten angeht und das Umfeld, in dem er unterwegs ist und auch die Art und Weise, wie er dann kommuniziert, da gibt es ja schon erschreckende Parallelen zu Berlin und Lars Windhorst, ne? Also gerade, ich meine, gerade wenn dann plötzlich so Gerüchte kommen wie, wo hat er seinen Doktortitel her, wo es dann ja wirklich irgendwann unseriös wird, ne? Wo es dann nicht nur darum geht, okay, was ist das jetzt für ein Unternehmer, wie läuft dessen Geschäft und bla, sondern da wird es dann ja irgendwann so, dass auch imagemäßig sich ein Verein überlegen muss, ey, können wir das noch länger mit dem zusammen so machen? Und genau da geht die nächste Tür auf und dann wird es jetzt wirklich kritisch. Wenn wir uns jetzt von der reinen Person Wüstefeld lösen, ist es so, dass bei uns im Aufsichtsrat sehr viele geschäftliche Verbindungen bestehen. Wer da mit wem und so weiter. Da gab es mal so ein tolles Diagramm, ich weiß gar nicht mehr, wer das gemacht hatte, wo dann diese Querverknüpfungen waren und so weiter. Ich möchte jetzt auch nicht zu viel sagen. Auf jeden Fall, in diesem Gremium weißt du nie, ob im Sinne des HSV oder im Sinne der geschäftlichen Beziehungen entschieden werden. Und da musst du eigentlich inklusive unseres Vereinspräsidenten mal mit dem eisernen Besen durchfegen. Ja, Marcel Janssen, Normalerweise das sind wollte. die alle nicht mehr tragbar. Und daher kommt ja auch dieses Rumgeeiere in der Personalie Wüstefeld, weil die halt alle verknüpft und verbündelt sind. Und ja, deswegen keine Entscheidung getroffen werden. Du hast gerade Präsidenten angesprochen. Das ist Marcel Janssen, ein sehr prominenter Name, sehr junger Präsident, wahrscheinlich der jüngste Vereinspräsident, der ersten Präsident der ersten beiden Ligen, oder? Mir fällt jetzt kein Jüngerer ein. Was hat der denn da an Power überhaupt in diesem Verein, wenn du sagst, der Aufsichtsrat, da sind alle untereinander verbandelt, da kann der Präsident ja nicht viel machen. Wenn Also die. der Präsident ist bei uns automatisch im Aufsichtsrat. Unser Präsidium ist mit zwei Plätzen im Aufsichtsrat vertreten, das Präsidium vom e.V., Ja. wo ich ja auch Mitglied bin. Und Jansen ist Aufsichtsratsvorsitzender. Und wenn da irgendwelche Unstimmigkeiten und der Name des HSV irgendwo schlecht dargestellt wird, dann muss der Aufsichtsrat einschreiten. Und wenn das jetzt durch Wüste fällt, ich sag mal, ich muss wieder sagen, es sind nur Gerüchte. Ich weiß ja nicht, was da wirklich läuft. Aber wenn dieser Name des HSV durch Wüstefeld beschädigt wird, dann muss Wüstefeld gehen. Das ist so einfach ist es. Und da muss man Schaden vom HSV abwenden. Aber ich meine ja nur, Ich wenn noch andere Posten im Aufsichtsrat mit Leuten besetzt sind, die meinetwegen mit Wüstefeld jetzt, wenn wir die Gerüchte weiterspinnen, verbandelt sind, dann bräuchte man ja im Prinzip einen völlig neuen Aufsichtsrat. Punkt. Also es ist ja so, also ich finde es ja auch nicht verwerflich, dass ein Anteilseigner Sitze im Aufsichtsrat hat. Kühne hat, Wüstefeld, der e.V. hat und Wüstefeld hat jetzt auch als die drei größten Anteilseigner beim HSV. Aber wenn du nur sechs Leute hast und davon sind drei oder vier schon miteinander verknüpft, dann bleibt ja nicht mehr viel, wer da noch für, ja, das Wohl des HSV im Auge haben kann. Auch wenn ich da jetzt keinen vorwerfe, dass sie wissentlich gegen das Wohl des HSV entscheiden. Aber wenn das darum geht, Personalentscheidungen zu treffen und du bist irgendwo, sei es emotional oder geschäftlich verbunden mit der Person, dann wird es immer schwer. Das wissen wir alle. Du hast den Namen gerade schon fallen lassen, Max hat ihn vorhin auch fallen lassen. Klaus-Michael Kühne ist auch ein Name, der immer wieder auftaucht im Zusammenhang mit dem HSV, auch in der jüngeren Vergangenheit. Hat er wieder seine Hilfe angeboten, hat den Geldkoffer aufgemacht, hat Bedingungen dafür gestellt. Nervt dich das? Hoffst du, dass da endlich mal jemand eine klare Ansage macht? Hoffst du, dass man das Geld vielleicht auch nimmt? Was würdest du dir wünschen von deinem Verein in Bezug auf den großen Geldgeber Klaus-Michael Kühne?
Da kann ich vielleicht Jonas Bolt so sinngemäß zitieren, wörtlich habe ich das natürlich nicht vor Augen. Der hat gesagt, wenn jemand so viel Geld anbietet, dann ist man als handelnde Person verpflichtet, sich damit auseinanderzusetzen. Dass man Punkt für Punkt die Bedingungen, die, das war ja so ein 10-Punkte-Programm, sich diese Bedingungen ansieht und guckt, wo man da zueinander finden kann. Es wäre fahrlässig und das nicht zu tun. So, soweit das eine. Meine persönliche Meinung ist, dass da drin zum Beispiel weitere Anteilsverkäufe, dafür brauchst du 75% der Mitglieder, die da zustimmen. Ob das kommen würde, da streite ich mich immer mit Tanja drüber. Sie sagt, das traut sie den Mitgliedern zu, das nochmal zu machen. Ich sage, nein, wir haben gelernt, das machen wir nicht nochmal. Aber müssen wir mal sehen, was dazu kommen würde, wenn sowas zur Abstimmung kommen würde. Dazu muss man aber auch sagen, dass momentan Gremien bestehen, die momentan die Geschäftsform des HSV prüfen, ob man die eventuell nochmal umwandelt, KGaA oder sonst was. Und da sind jetzt momentan wird da hinter den Kulissen dran gearbeitet, um da vielleicht nochmal einen anderen Weg zu finden. Insofern ist dieses kühne Angebot zu einer also so 1:1 nicht umzusetzen, auf gar keinen Fall. Er hat da auch sehr viele Sachen sich reingebastelt, wie er dann, also er will zum Beispiel Gutachten bezahlen, wo dann dieses ganze, die Leitung dann nochmal neu überdacht wird. Okay, wer bezahlt, der bestimmt auch was getrunken wird. So kenne ich das auf jeden Fall. Und das sind alles solche Sachen, was einfach nicht geht. Und es wird so 1:1 nicht umzusetzen sein. Sprechen muss man mit ihm, alles andere wäre fahrlässig, aber so in Kürze wird dann nichts passieren, glaube ich nicht. Ich finde es als Außenstehender echt irgendwie abgefahren. Dieser Name Kühne poppt immer wieder auf, so in regelmäßigen Abständen. Man kann sich eigentlich darauf verlassen, aber man weiß immer nicht, HSV und Kühne, so Enkeltrick, aber wer zieht eigentlich wen über den Tisch? So, ich weiß es auch nach 20 Jahren nicht. Ja, also das ist jetzt auch so ein Thema. Wie lange wollen wir sprechen, ne? Da kannst du jetzt wirklich 2 Stunden drüber reden, was da passiert ist, alles positiv und negativ. Also man muss Kühne ja eins zugutehalten. Er hatte eigentlich vor, den HSV wieder nach oben zu bringen mit seinem Engagement. Er hat dann teilweise überzogen, die falschen Berater gehabt. Und ich könnte da jetzt Beispiel nennen, dass das, also das beste Beispiel ist immer, als er Van der Vaart zurückgeholt hatte, weil seine Frau so ein Fan von Silvi ist. Und das ging dann über den damaligen Sportdirektor hinweg, dadurch ist Frank Andresen dann weg, der hatte eigentlich den Christian Eriksen an der Hand. Wenn man das sieht, das war ein 22-jähriger, zukunftsträchtiger Spieler und da hast du einen 30-jährigen Van der Vaart gekriegt. Ja, und geschenkt war es auch nicht, ne? Muss man dazu auch immer sagen. Also insofern. Aber das macht den Fußball ja auch so interessant, oder? Man weiß halt einfach auch vorher nicht, wie es klappt. Es hätte ja auch sein können, dass Van der Vaart noch sportlich doch nochmal irgendwie seinen Flow findet und nochmal 2 richtig geile Jahre mit dem HSV hat. War halt nicht so. Aber ja. Also wir haben schon häufiger Spieler zurückgeholt. Ich kann mich eigentlich an keinen erinnern, wo das vorteilhaft gewesen ist. Also da gibt es viele Beispiele und wir wollen nie jemanden zurückholen. Gut. Aber Max hat es gerade gesagt, das macht irgendwie den Fußball aus. Und das Thema dieser Sendung ist so ein bisschen, geht's auch ohne Chaos HSV? Und du hast es schon auch selbst, glaube ich, angeteasert. Eigentlich die Antwort ist nein. Macht das für Ja, dich den das ist Verein aber. falsch. Man Bitte? weiß es nicht, es war ja noch nie so. Okay, genau. Woher soll ich wissen, ob es gehen würde, wenn es noch nie der Fall war? Das stimmt. Bislang jedenfalls ging es nicht. Aber ist es auch das, was den Verein für dich auch in Abgrenzung zu anderen Vereinen irgendwie besonders interessant macht? Oder würdest du dir tatsächlich einfach nur mal Ruhe wünschen? Das ist eine gute Frage. Wie gesagt, ich begleite jetzt so hobbyjournalistisch den Verein so seit 15 Jahren, kannst du sagen. Früher gebloggt und dann jetzt über Podcast und so weiter. Es ist natürlich spannend, was da abläuft. Und du gehst zu den Mitgliederversammlungen und weißt nie so genau, was passiert und so weiter. Das ist schon interessant. Aber letztlich bin ich HSV-Fan seit 50 Jahren und möchte doch ganz gerne mal den größtmöglichen sportlichen Erfolg. Und es gibt ja immer dieses Hoeneß-Zitat, der gesagt hat, von der ganzen Wirtschaftskraft und so weiter wäre der HSV der Einzige, der Bayern Paroli bieten könnte und oder müsste. Naja, darauf warten wir ja schon ein paar Jahre. Ne? Also das war in den 80ern. Ich habe sie ja zum Glück mitgekriegt. Ich durfte schon mal auf dem Rathausmarkt stehen und was feiern. Aber ansonsten, naja. Also wie gesagt, ich fände es mal ganz spannend, wenn wir jetzt mal einen vernünftigen Finanzvorstand kriegen würden. Aufsichtsrat, der seinen Job macht
und dann die sportliche Entwicklung so weitergeht, wie sie jetzt momentan ist, dass man sich vielleicht sinnvoll nochmal verstärkt dann in den nächsten Jahren, wenn man denn vielleicht auch in einer anderen Liga spielen würde. Das wäre doch eine tolle Sache. Das wäre mal spannend zu sehen, ob sowas gehen könnte. Wenn wir einmal dann jetzt zum langsam Richtung Abschluss kommend in der Vergangenheit schwelgen, wer ist für dich der größte HSV-Spieler, den du selber miterlebt hast? Also Ich meine, du ich hast habe sie ja ja das fast alle miterlebt. Abschiedsspiel von Uwe Seeler noch mitgekriegt und durfte ihn auch persönlich kennenlernen und so weiter, allerdings beruflich, aber ist ja auch egal. Also das war schon ein ganz besonderer Mensch und ganz besonderer Spieler und ja, diese ganzen Ehrungen, ich fand das so schade, dass diese Abschiedsfeier für ihn im Stadion mittwochs mittags war, dass du dann wirklich so wenig Leute da waren, da hätte er wesentlich mehr verdient gehabt. Den zweiten, der diesen Kult noch gebracht hätte, das war Hermann Rieger, der einfach nur da war, der nur durch seine Anwesenheit schon viel erreicht hat. Ja, und von den Spielern ansonsten, von den Neueren, boah, schwer zu sagen. Also wäre ich dann auch bei dieser Generation, Rubesch, Keegan und so weiter. Also das waren schon, damals war das ja noch leichter, da war man selbst ja noch jünger und dann waren das halt ganz schnell mal Götter, Da was fällt sie es leichter, heute ein ganz Herz zu schwer haben, das verlieren. zu Ja. werden. Europapokalfinale vielleicht noch als letzte Frage zu den großen HSV-Jahren. Wie hast du das erlebt? Das habe ich vom Fernseher erlebt. Athen habe ich damals nicht geschafft. Ich weiß gar nicht, wie alt war ich da? 18 oder so. Aber das war einfach Wahnsinn. Und danach dann in die Stadt gefahren und geguckt, ob da irgendwo was ist und so weiter. Das war schon mega. Und ich weiß noch, was ich da gebibbert habe. Es war ja nach der 8. Minute schon das 1-0. Und du hattest wirklich 82 lange Minuten, das 1-0 zu halten. Das war schon interessant, gerade nach den Vorgeschichten Nottingham, Göteborg, wo du schon Europapokal verpasst hattest. Das war schon Wahnsinn. Tja. Zeitzeuge. Zeitzeuge, Fußball ist absolut. Wahnsinn. Und hier Argo McFly bringt es in den Kommentaren, finde ich, noch ganz gut auf den Punkt. Das Leben als Fußballfan im Allgemeinen, aber vielleicht auch das Leben als HSV-Fan im Besonderen. Liebe tut weh. Ich glaube, das ist ein Satz, mit dem sich viele identifizieren können, aber vielleicht auch sogar wir drei mit unseren Vereinen noch ein kleines bisschen mehr. Ja, Ich wobei. bin immer noch der Meinung, dass mir der Verein sehr viel mehr gibt als nimmt. Ja, Also ich habe du über machst den auch Verein, über den einen. Fußball so viele tolle Menschen kennengelernt, also heute ja wieder zwei, und kann mich mit denen austauschen und so weiter. Das macht doch unheimlich viel Spaß und wir treffen uns nach den Spielen auf ein Bier oder vorher und triffst immer mal andere wieder und das macht schon sehr viel Spaß und das möchte ich mir eigentlich nicht nehmen lassen. Und ob man sich dann weiterhin so podcastmäßig so engagiert, wie man es vorher gemacht hat, das ist immer eine andere Frage. Momentan sind wir so ein bisschen auf Sparflamme unterwegs. Aber doch, letztlich ist es positiv. Du machst auch alles andere als einen bedröppelten Eindruck. Das kommt, weil ich meine Erkältung überspielen muss, dass ich dann nicht so viel schniefe. Ich habe schon Angst, ich laufe hier die ganze Zeit mit schniefender Nase rum und denke, ich bin in Tränen aufgelöst, weil wir über den HSV reden müssen. Nein, den Eindruck hast du auf jeden Fall nicht gemacht. Hast du souverän geregelt. Sven, vielen Dank an der Stelle und viel Erfolg mit dem HSV in der Saison. Ich glaube, das ist was, worauf sich schon viele einigen können, dass man sagt, den HSV, den würden wir durchaus auch gerne mal wieder in der ersten Liga zu sehen bekommen. Und Auf jeden Fall, ja. Ich glaube, wenn es dieses Jahr nicht klappt, muss man endgültig davon reden, dass der HSV Zweitligist ist. So, das ist mein Eindruck. wir sind Zweitligist. Im 5. Jahr kannst du nicht davon reden, dass du einen Ausrutscher hingelegt hast. Ja, Aber für mich ist es dieses Jahr jetzt endgültig. Aber auch ich wünsche viel für uns schon Erfolg. länger. Ich wünsche auch bei Stadionbesuchen, beim Podcasten viel Spaß, so wie du es Ja, eben ja. auf den Punkt gebracht hast. Fußball gibt einem, egal wie doll man sich beschwert, am Ende gibt es einem immer noch was, sonst wäre man ja auch nicht mehr dabei. So ist es. Genau, Sven, alles, alles Gute, vielen Dank. Alle Zuschauer und Zuschauerinnen, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne einen Daumen da, wie So man so sieht's schön aus. sagt. Und hört mal rein in den HSV Talk. Genau, den HSV-Talk von Sven und seiner Kollegin Tanja. Und dann sehen wir uns sicherlich irgendwann mal wieder am Volkspark. Ich hoffe nicht in der Relegation, aber irgendwie läuft man sich ja Vielleicht immer ja dran dieses Jahr mit durch. Schalke, man weiß es noch nicht. Mit Schalke, ja. Genau, vielleicht sehen wir uns. Das wäre für mich absolut okay. Ja, glaube ich dir. Und dann, ja, alles Gute und allen anderen noch einen schönen Mittwoch. Vielen Dank. Ciao. Ciao, ciao. Tschüss.